Hallöchen, ihr zuckersüßen Dinos. Und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich bin Zari und wir zocken heute Games und Demos. Und ich freue mich drauf, das wird groß. Und zwar spielen wir jetzt zum Abschluss noch eine weitere Demo, die ich für euch vorbereitet habe. Moment. Das wird absolut entspannend sein und ich glaube auch, dass die nicht ganz so lange gehen wird. Ich mache das gleich für euch fertig. Einen Moment, ich muss nur eben kurz nebenbei Ton abmischen und alles. Oh Gott, das war schon viel zu laut. Nee, kein Incoming Call. Das ist ja mal mega anstrengend. Ja? Moment, ihr seht noch nicht mal irgendwas zu diesem Geräusch. So. Aui, nicht bewerfen. Aui, ist da eine Derpizari hinter dir? Ja, da ist eine Derpizari hinter mir und das ist ein bisschen sehr klein. Moment. So. Ja doch, hör doch auf, hör doch auf. Mein Gott. Ich setze mich erstmal aus dem Weg. So. Zack. Oh. Jetzt will ich mal gleich in den Headpad rein. Dankeschön. Dankeschön für den Headpad. So. Hi, I'm Leo. Also, hi, ich bin Leo. Ich bin ein Neuankömmling auf der neuen Katzen Weltraumwerkstation in der Nähe von der Stratosphäre der Erde. Ich habe die Mir wurde die Mission zugeteilt, Katzen durch die gesamte Geschichte hindurch einzusammeln. Übrigens, dass hier keine Musik spielt, ist gewollt. Um einen neuen Planeten, der nur von Katzen regiert wird, zu erschaffen, während wir unser Gebiet weiter ausweiten. Das ist schon mal sehr positiv. Ich muss sagen, ja, finde ich gut. Ich kann ihn verstehen. Außerdem muss ich noch Bolzen und Schrauben finden, die irgendjemand in der Zeitachse verloren hat, weil ich vielleicht aus Versehen unsere Werkzeuge in die Luft gejagt habe, als ich versucht habe, mit der Zeitmaschine zu... Naja, ihr wisst schon. Passieren, Unfälle passieren. Ich lasse mal Liebe da und lock mich aufs Sofa. Ich wünsche dir einen wunderschönen Oxenita. Dankeschön für den Raid. Und eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf schön und träum was Süßes. Und glaube mir, du wirst dieses Spiel lieben, wenn du Katzen magst. Könntest du mir vielleicht helfen? Please? Dankeschön. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. So. Dann herzlich willkommen zu A Tower Full of Cats. Und wie ihr gerade gehört habt, ist es seine Bestimmung, jede Menge Katzen zu finden. Und ich habe keine Ahnung, ich klicke hier unten einfach mal auf die Katze. Oh, nein, die Deathcats. Oh, sind die niedlich. Deathcats making perfect games. Ich liebe diese Firma jetzt schon, die ist ja großartig. Mr. Fofinho, der Game Designer, Lino, der Sound Designer, Giovanni, Artist und Model, Judy, Bossy, CEO, Lily, die Anti-Social Media und Leo, der neue Mitarbeiter. Moment, ich mache die Musik eben noch ein bisschen lauter. So. Das ist ja zu niedlich! Wie kann man denn eine ganze Spielefirma darauf gründen, dass sie Katzen lieben? Das ist ja nur episch. Ich meine, siehe Catcam da oben. Ich bin ja definitiv mit am Stissel. Ich liebe es. Das ist ja hervorragend. So, jetzt sag mir bitte, dass ich noch spielen darf. Moment. Ich würde gerne erstmal die Musik noch mal ein bisschen leiser machen. Dann tut es nämlich auch meinen Ohren besser. So. Oh Lord, Vollbild bitte. Das war mein Fehler. So, Maus-Sensitivity ist sehr gut, gefällt mir.
Sag mir bitte, dass ich das noch spielen darf. Oh. Okay, Leute. Wir suchen, das hier ist, ich präsentiere, ein Wimmelbild. Und wir suchen in diesem Wimmelbild Katzen, Schrauben und Muttern. Katzen, so viele Katzen. Es ist so toll. Ich meine, das wird für euch wahrscheinlich schwer. Ich kann sogar reinzoomen. Seht ihr das? Das ist das ganze Spiel. Darum geht es. Guck mal, wie ist da unten an dem Pterodax-Skelett, an dem Pterodown-Skelett rumnagt. Da ist noch eine Katze. Und da ist eine Mutti. Und du zählst? Oh, guckt sie euch an, wie süß! Katzen. Und Katzen. Und da ist auch eine Katze. Und da sitzt auch eine. Und da im Gebüsch sitzt auch eine. Und da pfütelt eine an dem Iguanodon rum. Und da ist eine Schraube. Und da ist auch eine Katze. Und da ist eine. Und da ist eine. Und da ist eine. Und da unten hinter mir, ihr seht sie leider gerade nicht, sitzt auch eine. Oh, es ist so toll. Ich liebe das Spiel. Katze. Katze. Und Katze hinter den Blättern. Katze. Katze. Oh Leute, der zählt sogar hoch, wie lange ich brauche. Nee, noch 55 Katzen. Katze. Schraubenmutti. Katze. Katze. Geil, ich liebe das Spiel. Findet Sari alle Katzen. Katze. Oh, ich liebe es. Katze. Schraubenmutti. Katze. Katze. Schraube. Katze. Was war denn das für ein Beben gerade? Hatte bestimmt nichts zu bedeuten. Katze? Katze? Oh Gott, ich kann jetzt schon die Kommentare sehen. Du hast da eine übersehen. Da, ich sehe sie genau. Da ist noch eine Schraube. Katze? 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 Geil. Da fragt sich immer, was war zuerst da? Das Wimmelbild? Oder die Katzen? Oder sind die so ein bisschen im Gleichklang entstanden? Das hier ist eine Pikachu-Katze. Schaut sich an, sie hat die Streifen von Pikachu auf dem Rücken. Katze, 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 Katze. Bester Content ever. So, Katze. Katze. Da ist noch eine. Da unten sehe ich noch ein Köpfchen. Da links ist, rechts ist noch eine. Okay, ich werde mal ein bisschen rauszoomen. Ach lol. Wenn ich hier draufklicke, dann bebt da mal alles. Ich verstehe. So, wir brauchen immer noch 35 Katzen. Hä? Schaut euch dieses Bild an. Wie kann ich in diesem Bild bisher 35 Katzen übersehen haben? Nein, nicht. Oh Gott, ich habe schon gedacht, ich hätte es jetzt kaputt gemacht und müsste von vorne anfangen. Na, Katze verliebt sich in das Spiel. Ich bin so fasziniert von diesem Spiel, so viele Katzen. Ach, der kann sogar noch Tipps geben. Okay, die Wolken bewegen sich. Irgendwo hier in der Nähe soll noch eine sein. Sind die einfach größer und ich muss in größeren Dimensionen denken? Nee, ne? Gut, wenn da unter dem Wolken eine ist, werde ich die wahrscheinlich nur durch Zufall finden. Ha. Wo sind noch Katzen? Das hier könnte eine Katze sein. Wie weit im Hintergrund können die Katzen sein, ist auch die Frage. Können die nur in diesem blauen Bereich sein oder könnte jetzt auch hier ganz hinten irgendwo noch eine sitzen? Das ist die Frage der Lage. Hm. Wo habe ich noch Katzen übersehen? Das macht einen ja wahnsinnig. Ich dachte, ich wäre jetzt echt gut darin, Katzen zu sehen.
bist ein Frosch. Denke ich ein bisschen zu sehr inside the box. Nee, ihr seid alles nur Steine, ihr seid keine Katzen. Das muss schon so ein bisschen wie eine Katze aussehen, oder? Katzenkrallen? Na, das sind von dem Skelett hier eher. Ich habe nicht erwartet, dass ich schon vor der Hälfte keine Katzen mehr sehe. Krass. LOL. LOL, man kann hier teilweise Sachen anklicken. Aber wieso sind die nur pink? Und wieso sind wir immer noch bei 35? Okay, aber jetzt, da wir wissen, dass wir Sachen anklicken können, um Katzen freizulegen. Aha. Da ist auch noch eine. Ich glaube, die sind pink, weil sie versteckt waren. Im Wasser. Das wäre cool gewesen, wenn hier im Wasser eine Spiegelung von der Katze gewesen wäre und das nochmal gezählt hätte. Das wäre lustig. Achtung, für Katzenliebhaber süchtig machen. Definitiv. Ich musste nur erst drauf kommen, dass ich hier Sachen auch anklicken kann, damit sich da noch was tut. Da ist noch eine Katze. So. Kann ich eins der Eier? Oh ja, ich kann eins der Eier kaputt machen. Nice. Krallen kann ich nicht anklicken. Das Ding auch nicht. So. Die Axt. Kein Signal. Okay, damit habe ich wohl irgendein seltenes Item gefunden oder so. Die Knochen bringen nicht. So, dann gehen wir doch nochmal hier hoch. So, nimm die Axt fürs Gebüsch. Oh. Ich weiß nicht, ob ich die Axt jetzt nochmal irgendwo irgendwie auswählen kann. Ich kann hier scheinbar nichts kaputt hacken. Aber, achso, für das Gebüsch hier. Du bist so klug. Hier sind die anderen... Nee, hier sind 25 Katzen zu finden. Okay. Du bist eine Katze. Moment, ich zoome wieder rein für euch, ja? Da ist eine Katze. Da ist eine Katze. Da ist eine Katze. Hier ist eine Mutter. Da ist eine Katze. Du bist ein Elefant. Du bist ein Höhlenmensch. Du bist eine Katze. Du bist eine Katze. Du bist eine Katze. Du bist eine Katze. Du bist eine. Du bist eine Katze. Du bist wieder am Nagen. Du bist eine Katze. Du hier bist eine. Katze hat gelernt, Feuer zu machen. Eine Schraube. Katze, Katze. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Hier in der Mitte irgendwo. Nö, das sind alles keine Katzen. Da ist noch eine Schraube. Du bist ein kleiner T-Rex. Du bist eine Katze, die hier oben in so einem Baumhaus sitzt. Finde ich mega gut. Hier oben sitzt eine. Dann sitzt hier eine. Fünf Stück noch. Da oben ist eine. Da liegt noch eine drin. So, versuchen wir mal alles Mögliche an Höhlenmalereien. Ha! Da war eine Katze und du bist auch eine Katze. Du bist eine Katze, aber du hier bist auch eine. Schaut euch das an, das ist safe eine Katze. Aber es ist nur die Zeichnung von einer. Da hockt noch eine. Und da sitzt noch eine. Und jetzt brauchen wir nur noch null. Wir haben noch zwei Cool Cats, die sagen mir gar nichts. Und zwei Muttern fehlen noch. Okay. Da ist noch eine Mutter gewesen. Die war hier.
Jetzt gucken wir noch mal. Werden wir ja wohl finden. Die Menschen haben irgendein riesiges Alien mit einem Dreieck angebetet. Aha. Lol, da ist noch eine. Okay, die Cool Cats sind die versteckten Katzen. Und da ist noch eine. Damit fehlt uns jetzt nur noch eine Schraube und eine Mutter. Und die werden wir ja wohl entdecken können irgendwie. So, vorsichtig scrollen und genau umgucken. Dadurch, dass das meiste hier natürlich in derselben Farbe ist, wie auch das Gesuchte, sind Mimmelbildspiele natürlich immer so eine Sache für sich. Da ist noch eine Schlange. Aber wir suchen ja keine Schlange, wir suchen eine Schraube. Eine Schraube. Da! Da! Guck mal! Da ist die Schraube. Großartig. Jetzt brauchen wir nur noch eine Mutter. Die könnte ich mir noch irgendwo bei den Höhlenmalereien vorstellen. So, eine nur noch. Eine noch. Genau umgucken. Da! Außerhalb des Bildes! Da ist sie! Okay. Wenn die mir jetzt nicht ganz zufällig ins Auge gefallen wäre, als warum ist da so viel gezeichnet, hätte ich da niemals hingeguckt. Damit haben wir hier drin alles gesammelt. Gibt es hierfür jetzt irgendwas gratis? Auf jeden Fall GZ, wir haben hier drin alles gesammelt. Das heißt, hier draußen gilt es noch. 35 Katzen, 3 versteckte Katzen, 3 Schrauben und 3 Muttern zu sammeln. Ich bin absolut verwirrt, wie ich das anstellen soll. Okay, never mind. Ich glaube, hier geht es einfach weiter nach oben jetzt. Da ist eine Katze. Und da ist eine Katze. Und da ist eine Mumienkatze. Du bist ein Skorpion? Da sitzt eine. Es geht höher. Ich sehe es. Warte, da war noch eine. Manchmal kommen die so unerwartet. So. Zoomen wir mal auf der Höhe. Da! Fast übersehen. Und da sitzt noch eine. Und da sitzt auch noch eine. Ganz auffällig. Hallöchen, Snock. Ein wunderschön, wunderschön. Willkommen beim Katzenraten mit uns. Wir spielen gerade... Oh, Entschuldigung. Wir spielen natürlich nicht I Am Future. Ich habe vergessen, den Text zu ändern. Bitte entschuldigt vielmals. Bitte, bitte, bitte entschuldigt vielmals. Wir spielen... A Tower Full of Cats. Das Geräusch war bei mir nicht erschrecken. So, dann kommt der Text noch muss Schöneres hin. Bitteschön. So, ein herzliches Hallöchen und frohes Mitraten. Wir suchen Katzen. Wir müssen noch 26 Katzen finden, davon 3 versteckt. 3 Muttern und 3 Schrauben brauchen wir zusätzlich noch. In diesem Wimmelbild. Ich wollte jetzt hier einmal bei der Pyramide gucken, aber hier scheint nichts versteckt zu sein. Ganz viele Katzen. Oh yes. So. Da ist eine Mutter. Da ist eine Katze. Da. Wie sie am Bein kratzt. Ja, schau nur diese kleinen Krallen an, die da mit bei sind. So süß. Dann... Hier hinter dem Stab vielleicht, im Korb. Eine versteckte Katze. Pharaonenkatze. Katzensymbol, nein. Da sitzt eine im Korb. So, da ist nochmal eine Schraube auf dem Kaktus. So, hier könnte theoretisch irgendwo eine sein.
Aber nein. Aber da oben drauf sitzt eine. Und da oben sitzt noch eine. So, das Game ist cute. Das ist sowas von süß. Sowas von cute. Wir spielen gerade die kostenlose Demo. Und ich glaube, wenn ich mal in einem Stream nicht mehr weiß, was ich machen soll, dann, also so quasi, wir haben noch Zeit über, aber jetzt ein neues Spiel anzufangen lohnt nicht. Dann machen wir ab sofort Katzenwimmelbilder. Da sitzt noch eine. Ganz heimlich. So, auf dem Skarabäus. Jetzt können wir auch hier rein. Ja. Fehler, Fehler. Oh, Entschuldigung, wir haben ein Problem mit unserer Zeitmaschine bekommen. Und es wird eine Weile dauern, bis wir das fixen können. Bis dahin kannst du dir ja dieses Gebäude und dieses Schloss in der Nähe angucken. Ich zeig dir, wo sie sind. Das ist ja geil. Das ist also ihr drittes Spiel. Das heißt, sie haben schon A Building Full of Cats und A Castle Full of Cats. Leute, ich habe neue Spiele für meine Wunschliste. Kommt alles mit drauf. Ihr könnt es zwar gerade nicht sehen, aber das kommt jetzt alles auf die Wunschliste. Oh mein Gott, wie viele Spiele haben die bisher gemacht? Also, ein Gebäude voller Katzen. Sudoku für Katzenmenschen. Katzen sind so wundervolle Kreaturen. Aber du solltest sie nicht ohne eine vernünftige. Ohne eine vernünftige Vorstellungsrunde in die richtigen Reihen setzen. Oh, ist das geil. Wunschliste. Zodiac Cats. Die Katze Catherine geht auf ein Abenteuer, um ihre verlorene astrologische Papyrusrolle zu finden. Da geht es um eine Katzenhexe. Okay. Also der Entwickler, schaut mal nach DevCats, D-E-V und dann Cats, so wie das englische Wort für Katzen. Ich lieb's. Castle Full of Cats. Das kommt alles auf die Wunschliste. So. Dann aber, bevor ihr euch jetzt zu Tode langweilt, weil ihr nichts mehr zu tun habt, müssen wir jetzt hier von vorne anfangen? Nein, der merkt sich das. Wir können immer noch 18 Katzen hier oben finden. Wir dürfen nur nicht da rein. So. Dann gehen wir uns noch das Oberste angucken. Katze. Katze mit Häufchen. Katze am Skarabäus. Katze auf der Treppe. Katze auf der Schulter. Schraube. Katze. Noch eine Katze. Da ist ein kleines UFO. Finde ich auch süß. Da ist noch eine Katze. In der Fackel sitzt eine Katze. Da erschreckt sich eine Katze vor der Schlange. Da ist noch eine Schraube. Lol, ein Katzengeist. Da ist noch eine Katze. Da tanzt noch eine. Da sitzt noch eine, ganz fies. Okay, noch 5 Katzen. Warte mal, ich zoome mal ein bisschen raus, wobei es für euch dann wahrscheinlich schwer wird, was zu erkennen. Noch 5 Katzen fehlen uns. Können wir hiermit irgendwas machen? Nee, das ist nur da, um uns zu verwirren. Okay. In dem gesamten Turm, den wir bisher sehen, haben wir noch 5 Katzen übersehen. Krasse Sache. Wer? Können wir die Leute hier anklicken? Nee. Du bist eine Katze, aber ich kann dich nicht anklicken. Seht. Da mag jemand Katzen, glaube ich. Warte, warte, ich kann dir einmal kurz das Entwicklerteam zeigen. Das besteht nämlich auch nur aus Katzen. Also, ja, ich glaube, die Entwickler mögen Katzen. Scheint irgendwie so der Fall zu sein.
Mega cute. So, jetzt lass uns mal noch die verbleibenden 6 Katzen und die 2 Muttern finden. Das kann ja nicht sein. Wir können hier übrigens ab und zu mal auf die Lupe klicken, dann zeigt er uns, wo wir welche übersehen haben. Wow. Okay, die habe ich wirklich nicht gesehen da oben. Finde ich aber fies, dass er das dann gleich so golden anleuchtet. So einfach nur in die Nähe gehen hätte mir erstmal gereicht, sodass ich da dann weitersuchen kann. Aber egal, dann suchen wir jetzt erstmal so weiter. Solange die Lupe wieder auflädt. Wir suchen auch noch 2 Muttern, aber keine Schraube mehr. Ich sehe noch 2. Oha, da muss ich mich mehr anstrengen. Also das hier ist keine Katze. Ist natürlich dann schwierig jetzt zu sagen, okay, beschreib mir wo. Da sitzt noch eine. So. Hier bei den Symbolen ist keine Katze dabei. Hier ist auch keine dabei. Hier auch nirgendwo. Das UFO hat auch nichts mit einer Katze zu tun, auch wenn ich das cool fände. So. Da oben! Da sitzt noch eine kleine! Oh Gott! In der Nähe vom Skarabäus. Hast du die hier gemeint? Habe ich die ganze Zeit über übersehen? Das war auf jeden Fall ein nice. Also, ne, ich war ja sowieso gerade da unterwegs, aber so in der Nähe vom Skarabäus ist genau die Art von Tipps, die ich dann in dem Moment will. Den hast du gemeint? Okay, perfekt. Hätte sogar auf beide Skarabäen zugetroffen. So, und eine ist auch noch sogar versteckt. Das heißt, für irgendeine müssen wir noch etwas tun. Da ist noch ein Skarabäus. So. Ich werde ja wohl Katzen. LOL! Okay, wir haben die letzte versteckte Katze. Ich habe jetzt hier einfach random ein bisschen rumgeklickt. Da hängt noch eine kopfüber. Okay, eine letzte Katze und 2 Muttern noch. Die letzte Katze werden wir ja wohl ohne Lupe finden. Alter Schmiede. Ich liebe solche Wimmelbildsachen, ne? Da ist noch eine Mutter. Und da ist die letzte Katze. Da ist sie. Mutter in der Kasse, die gleiche gemeint? Ich hoffe doch ja. Auge eines Hundes. Oh, Moment. Darauf habe ich jetzt tatsächlich nicht geachtet. Das hier nicht. Die beiden auch nicht. Der hier auch nicht. Nö. 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 Und nö. Das war wirklich ein Auge? Okay. Okay, okay. Wo ist der Hund? Da! Oh mein Gott, ihr habt ja so recht. Ich habe das nicht ansatzweise gesehen. Ihr seid so gut. Dann klicken wir jetzt hiermit die letzte Katze an. Und dann haben wir damit das Spiel quasi schon durchgespielt. Leute, wir zeigen es euch nochmal im Ganzen. Ein Turm voll mit Kätzchen. Ich liebe es. Was für ein großartiges Spiel. Ich meine, es hat jetzt eine Viertelstunde gedauert oder vielleicht 20 Minuten, das durchzuspielen. Soweit, wie sie es im Moment haben. Ich werde mal gucken nach den anderen 2 Spielen, beziehungsweise nach allen Spielen von den DeathCat-Entwicklern. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, schaut gerne auf Steam nach, was die sonst noch zu bieten haben. Ob die Demo jetzt so viel Wiederspielwert hat, weiß ich nicht, außer ihr wollt irgendwie so einen Speedrun machen, wer das am schnellsten zusammenkriegt. Wobei, einmal gesehen zu haben, wo die Katzen sind, macht es natürlich auch schneller. Also, überlegt es euch. Packt das Ding auf die Wunschliste, das hilft den Entwicklern sehr, wenn ihr Katzen liebt. Und, also, ne, nicht im Sinne von, wenn ihr das nicht tut, dann mögt ihr keine Katzen, sondern, ne, wenn ihr sagt, ihr habt da Bock drauf, dann
Nehmt es gerne mit auf die Wunschliste. A Tower Full of Cats. Und ansonsten wünsche ich euch diesmal aber wirklich einen wunderschönen, wunderschönen. Passt auf euch auf. Bleibt mir gesund. Oder werdet gesund, wenn ihr es nicht seid. Lasst euch vor allen Dingen nicht klauen. Und wir suchen uns jetzt wen zum Raiden raus. So, das heißt, dieses Mal kommt bitte kein Raid mehr, während ich abmoderiere. So, was hätten wir denn? Wenn ihr ein bisschen Bock auf, wenn ihr ein bisschen Bock habt auf so super Nostalgiefaktor, dann hätte ich für euch den guten Martin, der spielt nämlich das Pokémon Trading Card Game, das man damals auf der, wofür war das? Ich glaube für den GBA oder für den Game Boy Color. Super altes Spiel. Ich gucke gerade rein, ne? Nicht, dass er gerade irgendwie am Ausmachen ist schon. Da kommt aber gerade noch Werbung. Deswegen bin ich noch ganz kurz ein bisschen, ne? Ist auf jeden Fall mega cool, wenn wir das gleich spielen könnten. Oder wenn wir das gleich sehen könnten. Das ist definitiv nicht das uralte Nostalgie-Ding, sondern irgendein Online-Spiel. Dann machen wir das vielleicht nicht. Wie wär's denn, wenn ich euch jetzt ein paar Albträume beschere? Der gute Royal Funk, ich weiß, der ist viel zu groß, als dass wir ihn raiden dürften, aber der spielt gerade Sons of the Forest, ein Spiel, was mich persönlich auch schon interessiert, beziehungsweise was die gute Fee interessiert. Das heißt, wir könnten da gerne einmal hinraiden. Da wird der Raid zwar nicht angezeigt, aber da seht ihr ein fantastisches Survival-Spiel, wenn es so gut ist, wie wir uns erhoffen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen da heute hin. Noch einmal Wassermarsch? Jawohl. Und dann bin ich heute so frei und bringe euch zum guten Royal Funk. Er ist ein super lustiger, sympathischer Typ. Ihr könnt also gerne im Weichen bleiben und zugucken. Sons of the Forest scheint ein mega interessantes Survival-Spiel zu sein. Für Leute, die The Forest schon gesehen oder gespielt haben, das ist quasi der Nachfolger dazu. Deswegen, passt gut auf euch auf, bleibt mir gesund. Oder werdet gesund, wenn ihr es nicht seid. Lasst euch vor allen Dingen nicht klauen. Und jetzt ganz viel Spaß bei Funk und Sons of the Forest. Ich hoffe, es wird so geil, wie wir es uns alle ausmalen. Bis dahin und bye bye, ihr Süßen. Bis morgen.